Hallo und herzlich willkommen zurück zu J-Stars Victory vs. Plus. Ja, ich muss mich jetzt leider entschuldigen bei euch, Freunde. Und zwar habe ich ja die letzten Tage nicht wirklich was gebracht. Es liegt einfach daran, dass ich einfach ein bisschen fix und fertig war. Von diesen ganzen Aufnehmen, Hochladen. Und ich habe einfach ein bisschen Auszeit für mich gebraucht. Und es war einfach so heiß und alles. Also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass jetzt mal die letzten zwei Tage nichts kam. Wir sind hier stehen geblieben. Und zwar haben wir mit Sayer und Ace im letzten Video gegen unsere Doppelgänger gekämpft und wir würden jetzt mal sagen, dass wir jetzt einfach mal das Finale machen im Tempel der Athenen Dunkelweiten. Und dann müssen wir wahrscheinlich gegen Ruffy kämpfen. Wieso müssen wir ausgerechnet hier vor Anker gehen? Das scheint unser Ziel zu sein. Merkt ihr, was du sagen wolltest? Jetzt ist keine Zeit dafür. Wir scheinen nämlich Gesellschaft zu bekommen. Jetzt wirst du zu Kleinholz verarbeitet, du dämliches Phantom. Und danach werde ich König der Piraten. Oh, es was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Oh je, jetzt bin ich aber sehr erstaunt. Diesmal hat es mich erwischt. Verwandelt. Ich verstehe das nicht. Warum ist Leuten ein Sieg nur wichtig? Gibt es denn wirklich einen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren? Ist irgendwas es wirklich wert, das Leben im Kampf zu riskieren, oder ist alles das, oder ist all das es wert, einen hohen Preis zu bezahlen? Gott. Die Antwort scheint klar zu sein. Vermeide jeden Kampf. Warum sollte man Leute in Gewinner und Verlierer einteilen? Lebe dein Leben. Weise, dann brauchst du niemanden zu verletzen. Alle können glücklich sein. Kämpfe, erfordern, opfern. Eines Tages wirst du auch etwas verlieren, das dir wichtig ist. Das hat Ruffy schon, mein Freund. Auch wenn Ace jetzt hier dabei ist. Wenn du allerdings nur auf Siegespreis aus bist, dann kann ich dienlich sein, okay? Ich könnte dich zum König der Piraten machen, dann gäbe es doch keinen Grund mehr für dich zu kämpfen, oder? Du Idiot, du weißt doch gar nicht, wovon du da schwafelst. Was hast du da gerade gesagt? Es gibt etwas, für das ich hier mein Leben riskieren würde. Ich würde alles riskieren, um meine Freunde zu beschützen. Außerdem will ich etwas von dir zum... Was? Außerdem will ich etwa von dir zum König gemacht werden, Fragezeichen. Ich werde Piratenkönig auch ganz ohne deine Hilfe, Freundchen. Okay. Also Ruffy braucht nicht wirklich viel zu sagen. Der hat so seine eigene Meinung. Das passt auch alles. Wir nehmen natürlich Ruffy. Macht ein bisschen mehr Sinn. Ruffy gegen Ruffy. Als Teampartner nehmen wir... wen hatte ich noch gar nicht so am Start? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, ich nehme mal Ichigo mit. Und dazu dann noch Naruto als Sub-Charakter. Ja, das würde passen. Ich würde noch gern Toriko nehmen, aber den kann man leider nicht noch nehmen. Vier Charaktere, zu fair. So, starten wir einfach mal. Nein, nicht mit zwei Spielern. So. Freunde, finaler Kampf. Finale. Ho, 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 ho. Schauen wir mal, ob ich danach noch weitermachen werde. Kaizuku. Also, jetzt haben wir hier mal so die, sagen wir mal, drei Hauptcharaktere. Eigentlich gehört noch Toriko dazu. Aber das sind auch drei wichtige Charaktere. Und die haben wir jetzt am Start. Und unser guter Rufikun wird jetzt hier natürlich richtig, richtig hart abkacken. Das werde ich ihm versprechen. So, Rufikun. Ich habe mir meine J-Karten so ein bisschen neu ausgerüstet. Also, ich müsste jetzt ordentlich Schaden machen. Aber schauen wir mal. Gerade ausgewichen. Ja, geht. Hätte besser sein können. Ichigo hat ihn bloß angegriffen. Das war nicht so geplant. Naruto, danke. Perfekt. Luffy, hör auf. Der Ichigo soll mal aufhören. Der blockt irgendwie immer meinen Angriff. Egal, wir machen das jetzt so. So. Das war nicht geplant. Das war absolut nicht geplant. Egal. Ja, fuck, jetzt bin ich schon wieder aus dem Modus raus, ey. Das ist so kacke manchmal. So. Ich will das Red Hawk hier einsetzen. Auch wenn es eigentlich... Viele scheinen mir, dass das Red Hawk gar nicht so viel ausmacht. Das sieht vielleicht cool aus. Aber es nimmt Unmengen an Energie und zockt gar nicht so viel ab. Kann ich natürlich verstehen, aber es sieht so cool aus, wirklich. Ruffy! Danke. Gott, ey, dass der hier das R-Rasengarn auch beherrscht, das ist... ganz schlimme Erinnerung an die Storm-Serie. Ich merke auch, dass meine Kondition ziemlich schnell leer ist. Verliere ich meine Kondition beim Angreifen? Was macht denn der andauernd? Also mir kommt es gerade irgendwie so vor, dass ich meine Kondition beim Angreifen verliere. Okay, weil das ist scheiße. Da muss ich diese J-Karte wieder rausnehmen. Das ist ja schlimm. Jetzt teste ich das mal. Ah, aufpassen.
Na, verdammt. Wenn wir getroffen. Nee, wir verlieren unsere ganze Ausdauer, wenn wir getroffen werden. Boah, das muss ich rausmachen, die Karte. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich so wenig habe. Ja, okay, wenn ich angreife, dann passiert nichts. Aber wenn ich Schaden nehme, dann verliere ich meine Ausdauer. Auch wenn ich nicht schütze. Lol, das ist viel zu schlimm, ey. Nee. Ich muss aufpassen. Okay. Wir haben ihn noch nicht einmal besiegt. Das ist doch unglaublich, oder? Verdammt. Aber ist ja auch der letzte Kampf wahrscheinlich. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob da jetzt noch was kommt. Verdammt, ey. Ich darf seine Ulti nicht einsetzen, weil dann sind wir dran. Zack. Mal gucken, ob wir das schaffen. Halt ihn auf. Oh, perfekt. Das wäre so geil gewesen, wenn du ihn aufgehalten hättest. Lol, piekst du sein Schild auch irgendwann mal? Nö, juckt ihn nicht. Okay, Ichigo. Drücken. Perfekt. Wenn ich jetzt treffe, Ichigo, du setzt nichts ein. Das ist ein Skandal, wenn du das jetzt einsetzt. Bitte lass es, weil du gehst drauf dabei. Ja, ist okay. Lass mich den Rest machen. So, ich setze jetzt einfach mal ein. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach treffe. Ich habe keine Ahnung, weil der liegt noch auf dem Boden. Treffen. Ja, perfekt. Gott. Der lebt ja immer noch. Oh, egal, wir machen es nochmal. Wir treffen jetzt. Unglaublich, dass er das überlebt hat. Verdammte Scheiße, jetzt geh einfach mal drauf. So, den ersten Kill haben wir schon mal. Lass mich ganz bestimmt nicht verarschen von der Plana. Pesha. Oha, wie der einfach aus dem Nichts kommt. So, zack. Jetzt kann ich schon wieder meinen finalen Angriff nicht machen. Warum auch immer. Ichigo wieder, jetzt kann ich es wahrscheinlich wieder nicht machen. Nee. Ich weiß nicht, Ichigo stört übelst manchmal. So. Treffen. Ah, verdammt. Nein. Also das mit der Kondition, das ist scheiße. Guckt euch das mal an, das kann nicht mal mehr aufladen. Voll der Hammer. Hast du gut gemacht, Ichigo. Jetzt irgendwann mal ein Cookie. Ein Soul Society Cookie. Aufpassen. Hat er mich tatsächlich gepackt. Oh nein. Unglaublich. Jetzt darf Ichigo bloß nicht draufgehen, weil wenn das jetzt noch passiert, dann haben wir verloren. Jetzt müssen wir Ruffy dran kriegen. Jetzt ist noch circa die Hälfte. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Ichigo, pass bloß auf, gell? Brüderchen. Ichigo ist mein neuer Bruder. Bruder von einer anderen Mutter. So. Und schon wieder. Ich kann meine Combo nicht beenden. Ich glaube, diese J-Karten sind da echt... Alter, die haben ja echt Nachteile zu teilen manchmal. Verdammt, wir haben verloren. Das gibt's nicht. Nein. Wir sind uns gleich wieder. Verdammt. So, wir haben es jetzt doch geschafft, Freunde. Der Schiedsrichter hat einfach mal umgeschieden und hat gesagt, das ist ein böser Gegner. Du bist ein guter Gegner. Der Gute gewinnt natürlich automatisch. Egal, ob du gewinnst oder verlierst. Du bist der Sieger der Herzen, so ein bisschen. Naja, Freunde, ich lasse das einfach mal durchgehen. So, das Böse haben wir jetzt eigentlich besiegt. Mal gucken, was die Leute zu sagen haben jetzt. Weil, wie gesagt, für mich ist es ja auch sozusagen das erste Mal, was ich jetzt hier alles lese. Hey, du da, was soll das? Warum drückst du dich so im Dunkeln herum? Jetzt komm schon her, du musst keine Angst haben. Tief im Innersten wolltest du doch gegen uns verlieren, oder? Niemand könnte es in einem finsteren Loch wie diesem gefallen. Und was ist es? Es ist ein... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay. Okay, es macht mir Angst. Wir sind plötzlich im Kurinturm. Shoku. Sind alle da? Gut. Jump-Helden, bitte herhören. Ich möchte euch für eure Arbeit und euren Enthusiasmus danken. Eure Bemühungen wurden die Jump-Welt gerettet und auch die dunklen Phantome wurden gerettet. So ein wunderbares Happy End hätte ich nicht erwartet. Gut, ich versprach jedem von euch einen Wunsch zu erfüllen, also sagt mir, was ihr euch wünscht. Hm? Was ist los? Ich weiß nicht recht. Toriko, du wolltest doch Gourmet-Zutaten haben, stimmt's? Die kann ich dir besorgen. Welche Zutaten brauchst du denn? Also eigentlich brauche ich keine von dir. Ich habe beschlossen, sie selbst zu suchen. Ich habe auch keine Wünsche. Ich will einfach nur noch mehr Aufregung. Du willst mir eine Belohnung geben? Was glaubst du eigentlich, wenn du hier vor dir hast? Ich mach dich platt. Ich wollte dich nicht beleidigen. Und was ist mit dir, Naruto? Naja, ich glaube, es gibt auch nichts, was ich möchte. Das gilt auch für mich. Versuch's bei jemand anderem.
Ich brauche auch nichts. Was hat das zu bedeuten? Du willst auch nichts, Ichigo Kurosaki? Nein, was sollte ich sonst wohl antworten? Geht mir genauso. Dau. Wenn ich etwas will, dann besorge ich mir das selbst. So einfach ist das. Verstehe, vielleicht wollt ihr ja, dass Gewinnerteam beginnt. Ich hätte Team Ruffy als erstes fragen sollen. Ruffy, du wolltest doch eines Tages Piratenkönig werden, stimmt's? Danke für das Angebot, nur werde ich ebenfalls passen. Klar, ich will Piratenkönig werden, aber aus eigenen Kräften. Was? Was ist denn in dich gefahren? Whitebeard würde dasselbe sagen, er wollte auch nie Almosen haben. Da stimme ich dir zu. Was um alles in der Welt? Ich kann euch absolut jeden Wunsch erfüllen. Habt ihr schon vergessen? Ha, also ich bin glücklich und zufrieden. Jeder lehnt meine Belohnungen ab. Aber warum? Mir ist im Kampf etwas aufgegangen. Eine Belohnung ist bedeutungslos, wenn man sie sich selbst erarbeitet. Aber es gibt doch eine Sache, die du für uns tun könntest. Stimmt's, Ruffy? Stimmt, es gibt etwas, was wir alle wollen. Also pass auf. Wir wollen, dass du ein weiteres Jump-Kampfturnier abhältst. Versprich uns, dass du das tun wirst. Selbst wenn es da keine Preise gibt? Es gibt da einen ganz tollen Preis. Wir treffen uns alle unsere Freunde wieder. Welche andere Preise könnten da schon mithalten? Also gut, aber es gibt doch einen Wunsch, den ich jetzt erfüllen muss. Ich werde ein riesiges Festmahl ausrichten. Ah, da sagt Ruffy natürlich nicht nein. Unglaublich, wie einfach das Essen jetzt vom Himmel regnet. Ich meine, Pizza, Hühnchen, Wackelpudding, Eiersalat, irgendwelche Shrimps, was weiß ich noch alles, immer dasselbe. Oh doch, da hat sich ja wohl jemand hier gewünscht. Ich wollte etwas für die Helden tun, die die Welt gerettet haben. Ich will euch etwas einfach Gutes tun. Das ist doch ein ziemlich guter Wunsch, oder? Was meinst du, Ruffy? Wir können doch kein Essen ablehnen, oder? Bist du verrückt? Natürlich können wir das nicht. Also Leute, greift nach Herzenslust zu. Möge die Abschlussparty beginnen. Du kannst deine Manieren vergessen. Das hier ist eine Feier, also echt. Sei doch nicht so etipetete. Ich werde alles verputzen, was ich in die Finger kriege. Jetzt wird gefeiert. Ja, Freunde. Somit hat Ruffy sein Essen bekommen. G-Stars Victory vs. Plus. Ja, Freunde, das Let's Play ist im Grunde nun zu Ende. War ganz schön, das Ganze jetzt einfach nochmal auf Deutsch zu spielen. Ich habe es ja schon damals auf Japanisch gespielt, kurz nach dem Release. Oder nach dem Release oder am Release habe ich es ja gespielt. Und da war es so ein bisschen schwer, das Ganze zu spielen. Mittlerweile geht es natürlich. Ich wusste ein paar Sachen noch aus dem alten Let's Play. Und storymäßig ist es jetzt nicht der Oberkracher, müssen wir einfach mal sagen. Jump-Turnier, Helden kommt, macht da ein Turnier, der das Turnier gewinnt, das ist eben das Heldenteam und muss dann natürlich noch die Bösen besiegen. Ist ganz okay, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen von der Story her. Hat so ein bisschen was von Digimon, muss ich ehrlich sagen, und von diesem Digimon All-Star Rumble, da ist es nämlich genauso. Nur ein bisschen kürzer gehalten, aber im Grunde macht es auf jeden Fall mega Spaß. Ich muss aber ehrlich sagen, 70 Euro für das Spiel auf der PS4 zu verlangen, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile billiger, ist ein bisschen arg viel, da hätten auch 40 gereicht oder 50, aber das ist jedem seine eigene Meinung. Ich würde mir das Spiel auf jeden Fall wieder kaufen, wenn es mal in Schrott gehen würde, ich werde jetzt mal gucken, was ich als nächstes machen werde, ob ich jetzt nochmal eine Story spielen werde, weil die Storys sind zum Teil alle die gleichen und ich weiß nicht, ob das wirklich so pralle ist, ob ich das jetzt nochmal mache. Ansonsten werde ich vielleicht die Siegestraße machen oder den Arcade-Modus. Muss jetzt auf jeden Fall gucken. Online-Dinger kommen natürlich auch noch. So ein Marathon möchte ich auch noch machen. Das wird dann aber erst im Laufe des Jahres irgendwann kommen. Und da sehen wir dann, wie das Ganze dann weitergehen wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst vielleicht ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen, Freunde. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zu einem nächsten Video wieder. Bis dahin. ガチでユーケー勝てる役つけ勝てる役つけ力合わせていけ話が来る勝てる役つけ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 勝てる役